Der gute Hirte, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Ist immer wieder lustig, diese Szene. Mal gucken, wird jetzt der Running Gag, habe ich vorhin schon gesagt. Okay, ihr Lieben, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, heute haben wir einen Guest Speaker da und der heißt Heinz Spindler. Von manchen kennen ihn schon. Deswegen, Heinz, du darfst gerne mal auf die Bühne kommen. Gebt ihm mal einen großen Applaus. Genau, cool, dass du da bist, dass danke, du heute danke. Zu uns sprechen wirst. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich habe dir drei Fragen, du wirst sicher auch eine Message dann noch ein bisschen was vielleicht zu dir sagen, das, was die Leute interessiert. Ich habe mal drei Fragen für dich rausgesucht, dass die Leute sich so ein bisschen kennenlernen können. Und zwar die erste Frage ist, was mich immer interessiert, wo kommen die Leute her, was haben sie so für ein Background? Und ganz simpel, wo bist du aufgewachsen und wo bist du gerade so unterwegs? Ja. Also aufgewachsen bin ich nicht in Deutschland, sondern im Frankenland. Von daher, ja, die einzigen, die Hochdeutsch sprechen, sind die Schwaben und die Franken nicht. Ne? Und das heißt ganz im Nordosten Bayerns, an der ehemaligen Grenze zur ehemaligen DDR, da bin ich aufgewachsen und dort bin ich auch zum Glauben an Jesus gekommen. Und jetzt leben wir wieder. Seit 2 Jahren, meine Frau und ich, leben wieder im fränkischen Land und zwar im Großraum Erlangen. Schön, super, danke dir. Und die zweite Frage ist, beziehungsweise sind da eigentlich drei, also drei Fakten, die man über dich wissen sollte, muss. Ja, erster Fakt ist, das habe ich vor kurzem von einem lieben Freund gelernt, der Chefarzt war in der Suchtklinik. Der sagte, Heinz, wenn du mich vorstellst, stell mich einfach vor als einen begnadigten Sünder. Das ist schon mal eine tolle Sache. Der zweite, dass ich seit 38 Jahren jetzt verheiratet bin. Starke Sache. Wir haben drei Kinder und mittlerweile 8 Enkelkinder. Das ist echt ein Ding, ne? Und und der dritte ist, dass wir ein Riesenherz haben, tatsächlich von Jesus bekommen für die Menschen, die tatsächlich in Not sind in dieser Welt, ob es für Obdachlose ist oder Alkoholiker oder Drogenabhängige, für Roma, für Menschen meistens, die am Rande irgendwo in den Gesellschaften stehen, ist ebenso, es hat uns Jesus geschenkt. Und das sind so die drei Dinge. Ja. Super, danke dir. Und als letzte Frage finde ich auch immer interessant, bei Pastoren oder so ist ja oft, selten als Kind, wenn man den Wunsch hat, ich möchte mal Fußballer werden, also ich wollte mal Fußballer werden, aber das war dann nur im Kindergarten so. Was wolltest du als Kind oder als Jugendlicher mal werden vom Beruf her? Ja, also ich wollte tatsächlich Polizist werden, aber ich habe den Tag der Aufnahmeprüfung verschlafen und dann... Deswegen bist du jetzt hier. Und dann bin ich Koch geworden. Ja. Also wer jetzt denkt, Heinz ist unpünktlich, das stimmt gar nicht. Er war heute wie in Schweizer Uhrwerk. Ja. Sogar vorher, vor der Zeit. Sehr gut, genau. Hey, Heinz, cool, dass du da bist. Ja. Ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Danke dir. Stage is yours. Danke, super. Danke. Ja. Klasse. Jo, jetzt hast du gesagt, irgendwo läuft eine Uhr, ne? Ja, genau. Aber dass ich es auch wirklich sehe. Ja,
Der Text für heute kommt ja aus Psalm 23. Und das ist, Psalm 23 ist, so sagt es mal ein Philosoph, Immanuel Kant, ist wahrscheinlich eines der größten Literaturwerke der Weltgeschichte. Es spricht fast jeden Menschen an, dieser Psalm 23, weil er über das tiefste Herz Gottes wirklich spricht. Und das bewegt mich selber immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, über diesen Psalm und natürlich über diese Welt, in der wir leben. Ich möchte einen Satz vorwegstellen, der mich sehr bewegt hat und über den ich lange, lange nachdachte. Und er kommt von Mark Twain. Und Mark Twain, das war ein Schriftsteller in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und Mark Twain sagte, es gibt zwei wichtige Tage in meinem Leben. Der erste Tag ist natürlich der Tag meiner Geburt. Und der zweitwichtigste Tag ist der Tag, an dem ich herausgefunden habe, für was ich geboren wurde. Und das hat mich extrem bewegt, als ich so drüber nachdachte, über diesen Satz, für was bin ich eigentlich wirklich geboren? Und ich würde es einfach mal so zusammenraffen mit dem, um mich lieben zu lassen von Gott und aus dieser Liebesbeziehung zu leben in dieser Welt. Und so empfinde ich das auch, wenn ich Psalm 23 lese, empfinde ich das einfach auch, das ist eine Liebesbeziehung. Es ist etwas, in Englisch ist ja dieses schöne Wort, it's connected. Das gibt es eigentlich gar nicht. Gut, in Deutsch kam es jetzt so zusammengeschlossen, aber dieses Wort connected, das ist so schön, das gefällt mir so sehr. Das ist was ganz, ganz Tiefes. Es ist nicht einfach nur Gemeinschaft, es ist Beziehung. Und aus dieser Beziehung heraus auch zu leben, aus dieser Liebesbeziehung heraus zu leben in dieser Welt. Und darum geht es ja auch in diesem Gedanken, der über diesen Sonntag heute steht, Gott begleitet. Und der Bibelvers dazu, der Text aus Psalm 23, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinen Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Und das wäre was Wunderschönes, wenn ich das tatsächlich im Leben wissen darf. Und das kann ich nur letztendlich wissen, wenn ich in diese Beziehung leben darf mit dem Gott, der mich geschaffen hat. Und das ist eine Beziehungssache, dieser Hirte. Ich durfte mal eine Zeit verbringen mit einem Wanderhirten, mit dem ein bisschen unterwegs sein. Und es war extrem beeindruckend und es war tatsächlich auch herzensverändernd auch für mich gewesen, zuzuschauen, was da geschieht letztendlich, wenn so ein Hirte unterwegs ist mit seiner Herde. Und es passiert auf Vertrauen. Und es ist eigentlich gar nicht so, könnte man sagen, dass die Schafe danach fragen, sondern die lernen es einfach. Sie lernen es einfach, indem da jemand ist, der ihnen Ruhe vermittelt, der ihnen Frieden vermittelt, der ihnen das vermittelt, dass wenn ich dich rausführe auf die Weide, dann bekommst du auch was und du bist auch beschützt. Ich habe da extrem viel gelernt, das ist unglaublich. Das war so beeindruckend und deswegen beeindruckt mich das auch, dass jetzt gerade so in dieser Predigtreihe dieser Psalm 23 hier dran ist. Weil das ist tatsächlich, was wir benötigen, wisst ihr, wenn wir in einem Leben mit einem lebendigen Gott leben wollen. Das ist nur ein Leben, das auf Vertrauen aufgebaut ist. Und das Vertrauen, das kommt zuallererst von ihm, von unserem Schöpfer. Das wird gewirkt durch Christus in unserem Leben. Das ist nichts, was wir selber aufbauen könnten. Das vertieft sich dann, wenn ich diesen Hirten dann nachfolge. Aber ich kann nur ihn nachfolgen, wenn ich seine Stimme höre. So sagt es ja Jesus mal, wenn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben.
Und es hat ja was damit zu tun, mit dem, dass ich etwas erkenne, dass was geschieht in meinem Leben. Und es geschieht, weil es der lebendige Gott geschehen lassen möchte in unserem Leben. Und das spricht hier, dieser Text spricht darüber, über dieses tiefe, tiefe Vertrauen. Dieses tiefe Vertrauen, er leitet mich auf sicheren Weg. Und gar nicht um meinetwillen, sondern um seines Namens willen. Also der Hirte, der muss sich beweisen als der gute Hirte. Ich muss mich nicht als gutes Schaf beweisen. Aber das ist manches Mal, wie wir Menschen leben mit Gott, dass wir uns wie gute Schafe beweisen müssen. Aber hier geht es um einen guten Hirten, der sich beweisen muss als guter Hirte. Der sich beweisen muss als jemand, der zuverlässig ist. Der sich beweisen muss als jemand, der wirklich liebend und fürsorglich ist. Und ich habe das mal meinem Sohn gesagt auch, es ist ja so ein bisschen in der Generation, also die meisten wenigstens hier, die jüngere Generation, die hier versammelt ist, es ist ja eine Generation, die es gar nicht so einfach hat in dieser Welt, das Richtige zu finden, das Richtige auch herauszufinden. Es gibt ja multiple choices, es gibt so viele Wahlmöglichkeiten, dass ich gar nicht mehr weiß, was soll ich eigentlich wählen? Und wenn ich was gewählt habe, dann könnte es das Verkehrte sein. Und das bedeutet, es ist schon eine Generation, die jüngere Generation, die heranwächst, ist extrem begabt, aber auch ist eine große Unsicherheit. Eine große Unsicherheit. Und die macht sich deutlich in dem, dass man sich kaum für etwas wirklich entscheiden kann. Und es ist oft gar nicht mal, weil ich das nicht möchte. Ich wollte gerne, aber es ist so unsicher. Es ist so unsicher. Es könnte das Verkehrte sein. Und ich habe das mal meinem Sohn gesagt. Und ich sagte, Domi, du kannst dich einfach entscheiden. Du kannst dich einfach entscheiden. Weil dein guter Hirte, Jesus Christus, der wird dich führen. Er wird dich führen. Du brauchst nicht mehr als ein Herz, das sich geliebt weiß vom lebendigen Gott. Und wenn du dich geliebt weißt vom lebendigen Gott, dann weißt du, dass Jesus dein guter Hirte ist. Und dann darfst du dich darauf verlassen. Und das ist dann auch eine Sache, dass er dich führt um seines Namens willen. Das macht er schon. Er macht es. Er macht es wirklich. Es ist absolut verlässlich. Ich bin nicht verlässlich. Aber Jesus Christus ist verlässlich. Absolut verlässlich. Und das bewegt mich an diesem ganzen Text. Und auch wenn es durch dunkle Täler geht. Und es geht auch durch dunkle Täler im Leben, weil das Leben ist, wie das Leben ist. Und wir wünschen uns manches Mal Dinge viel anders und wir wünschen uns manchmal Antworten, aber auf manches gibt es keine Antwort. Aber es gibt den guten Hirten, der treu führt, der dir die Treue hält. Und der auch dein Licht ist in der Dunkelheit, in Jesus Christus. Es hat mich auch bewegt. Ich habe ja eine Zeit lang für eine internationale Bewegung gearbeitet mit jungen Menschen. Und ich war an einer Bibelschule und da war ein junger Kerl, der war 19 Jahre alt, kam von den Vereinigten Staaten von Amerika und hat ganz, ganz viel Tragik in seinem Leben erlebt. Und er sagte, ich kam hier zur Bibelschule, um eigentlich Antworten zu bekommen für mein Leben. Und er sagte dann, ihm ist bewusst geworden, Gott lädt uns nicht ein zu verstehen, er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Und es hat mich so bewegt, als der Bursche das sagte.
Gott lädt uns nicht ein, ihn zu verstehen. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Und wiederum nochmal, dieses Vertrauen, das wird gewirkt von ihm selbst durch seinen Heiligen Geist. Das Vertrauen in Jesus Christus, den guten Hirten. Und es kann nur er wirken, wisst ihr? Und aus dem heraus kommt dann all das andere, das eigentlich in diesem Text so tief enthalten ist. Du, Herr, bist bei mir. Du bist nicht irgendwo. Du bist hier, du bist gegenwärtig. Und ich fand es dann so schön, wisst ihr, diese Gedanken, die mir auch mitgegeben wurden, auch für diesen Predigttext heute, da steht Leitung drin, da steht Führung drin in diesem Text. In Psalm 139, Vers 23 und 24 steht was ganz Spannendes. Und das sagt der König David, sagt ein wunderbares Wort, das mir selbst so wichtig geworden ist für mein eigenes Leben. Und der König David, der war so der Inbegriff erstmal für Israel als der gute Hirte, als der Schäfer, der wirklich aufpasst. Der war ja eigentlich letztendlich ein Hirtenjunge, der dann zum König von Israel wurde und dann letztendlich auch so eine, wie man sagt, so eine Vorschattung auf Jesus Christus, auf diesen wahren guten Hirten. Und dieser König David, der hat dann in seinem Leben manche Dinge entdeckt. Und weil er manche Dinge entdeckt hatte, hat er dann gesagt für sich, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich auf einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Dieses Wort kann man auch übersetzen mit einen Weg der Schmerzen. Schmerzen, die ich mir selber zufüge und Schmerzen, die ich unter Umständen auch anderen Menschen zufüge, wenn ich weggehe von dir, von dem guten Hirten. Und dann sagt er, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Leite du mich. Ich habe mich selbst leiten lassen und verleiten lassen im Leben. Das könnte der David auch dazu gesagt haben und das wissen wir aus seinem Leben. Ich habe mich selbst geleitet und ich habe mich verleiten lassen von mir selbst, von dem, was ich dachte, von meinen Lüsten auch, von meinen Sehnsüchten, von den Dingen, die verborgen waren in mir und plötzlich herausgebrochen sind. Und es ist so ein schönes Wort der Leitung, ein Mensch werden zu dürfen, der das erkennen darf. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich. Ich brauche die Führung deines guten Geistes. Ich benötige das, dass du mich leitest, weil du die Wahrheit bist. Es gibt so viele Stimmen in dieser Welt, aber ich will dich hören, den, der die Wahrheit ist. Ich möchte nicht lernen, meinen Lebenslügen zu glauben, was es auch immer sein mag. Ich will lernen, dem zu glauben, der die ewige Wahrheit ist. Und dann sagt uns Psalm 32, Vers 8, dass der lebendige Gott sagt, ich will dich unterweisen. Also ich will das. Ich will das wirklich. Und dir den Weg zeigen, auf den du gehen sollst. Ich will das wirklich. Und ich will dir raten und mein Auge auf dich richten. Ich will das. Und das ist ja was Wunderschönes, wenn der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sagt, das will ich. Ich will das ja. Ich will dich leiten. Und ich will mein Auge auf dich richten. Das bedeutet schon was Besonderes, wenn der Gott, der das Universum geschaffen hat, sein Auge auf mich richtet. Und ich finde es so wunderschön, wenn ich dann an das Leben von Jesus denke, als er hier auf dem Planeten war.
des Sohn Gottes. Und in ihm konnten die Menschen sehen, dass Gott sie ansieht. Dass Gott sie wirklich ansieht. Und dass er dich sieht und nicht wegschaut. Und wir durften es in unserem Leben selbst schon so viel erleben. Wisst ihr, wir sind auch nur Menschen, meine Frau und ich. Und oh, wir hadern manchmal mit diesem Leben und mit unseren Wegen. Und wir sind uns manchmal auch so unsicher, was ist jetzt wirklich dran. Und wir haben schon so vieles erlebt und hinter uns. Aber wir durften dann erleben, dass wir wirklich klar geführt werden. Und wir durften dann so eine Arbeit starten mit in Serbien. Wir lebten für 4 Jahre in Belgrad und durften dann dort eine Arbeit mit starten, die jetzt so wunderschön am Blühen ist. Eine Arbeit unter obdachlosen Menschen in Belgrad. Und das ist ja Serbien. Und da ist natürlich die wirtschaftliche Lage nochmal anders als hier. Auch die ganze soziale Versorgung ist ganz, ganz anders. Das gibt es zum Teil überhaupt nicht in Serbien, was es hier in Deutschland gibt. Die Gemeinden auch zum Teil, die haben gar nicht mal so viel finanzielle Möglichkeiten, um Menschen wirklich zu helfen. Aber wir durften es erleben mit einem Ehepaar, die selbst aus der Drogensucht kamen, heil wurden und dann letztendlich sagten, unser Leben soll Jesus dienen, damit er durch uns wirklich Menschen dient, die es noch schlechter haben als wir. Und es ist so eine wunderschöne Arbeit, ist da entstanden, durch das Ehepaar jetzt, die wir betreuen dürfen, meine Frau und ich, die sich einfach reingeben in das. Und das ist, was das für eine Sache ist, wenn dreimal in der Woche Menschen kommen, die keine Heimat haben, aus welchen Gründen auch immer. Das muss ich nicht beantworten. Es sind nur Menschen, die keine Heimat haben. Und wahrscheinlich manchmal keine Heimat haben, weil sie wirklich geistlich auch keine Heimat haben. Ich habe keinen Platz, wo ich zu Hause bin. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre im Leben. Und das führt manchmal dazu, dass Menschen tatsächlich dann entwurzelt sind und letztendlich sogar materiell heimatlos werden, weil ich nicht weiß, wo ich hingehöre. Und es ist dann so schön zu sehen, wisst ihr, da kommen jetzt mittlerweile dreimal in der Woche zwischen 40 und 60 Leute, die aus der Stadt kommen, aus Belgrad, die irgendwo schlafen und was zu essen bekommen, die Botschaft von Jesus hören. Da gibt es einen Friseur, der regelmäßig vorbeikommt. Da gibt es einen Arzt, der jetzt mittlerweile regelmäßig vorbeikommt. Leute, die den Menschen helfen möchten auch, die sich wirklich helfen lassen möchten, zu helfen, dass es nochmal einen Neustart im Leben gibt. Und durch Jesus, und das haben wir vorhin auch gesungen, in diesem Gott, der die Erweckung ist, wisst ihr, in ihm ist es möglich. In ihm ist alles möglich. Und es ist wirklich alles möglich. Es ist wirklich alles möglich. Es ist der, der die Ketten bricht. Es ist der, der Heilung schenkt. Und wenn nicht der, der den Tod überwunden hat, das möglich machen kann, wer sollte es sonst möglich machen, wisst ihr? Und er will es möglich machen. Ich will dich sehen. Ich will dich leiden mit meinen Augen. Ich bin der, der dich schützt. Der Apostel Paulus, der wird schreiben im Römerbrief, Kapitel 8, 31, wird sagen, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Es ist nur eine Frage, ob ich wissen darf, Gott ist mit mir. Und es sagte mir in Jesus Christus zu, es gibt ein Wort im Alten Testament, in den Propheten Jesaja, da wird darüber gesprochen, dass eine junge Frau ein Kind bekommen wird, eine Jungfrau. Und es wird Immanuel heißen, Gott mit uns, nicht gegen uns. Nicht gegen uns. Gott mit dir, nicht gegen dich. Und das ist schon eine Frage für unser Leben, ihr Lieben, ob wir das wissen, dass Gott für mich ist. Er ist nicht gegen mich. Er ist nicht gegen mich. Und dieses Wort, diese Tiefe auch, die da dahinter steckt, wenn eben der Apostel das schreibt, wenn Gott für uns ist und nicht irgendein Gott, sondern der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der in Jesus Christus Mensch geworden ist,
in Jesus Christus uns das gezeigt hat, was es bedeutet, dass Gott dich wirklich anschaut, nicht wegschaut. Er schaut deine ganze Not an. Er schaut deine Dunkelheit an. Er schaut deine Fragen an. Er sieht deine Heimatlosigkeit. Und die Bibel sagt, letztendlich all das hat dann Jesus auf sich genommen, als er ans Kreuz von Golgatha ging, um uns Menschen wirklich eine Heimat zu bieten, eine Heimat beim Vater im Himmel, zu Hause zu sein, anzukommen, an dem Platz, an dem jeder Mensch letztendlich hingehört, ihr Lieben, in die tiefe Beziehung mit seinem Schöpfergott. Und es dann zu spüren, wow, er ist wirklich für mich, er ist nicht gegen mich. Und in dieser Welt der Multiple Choices ist er eine sichere Bank, ein sicherer Weg, der mich sicher führen möchte. Menschen, die letztendlich hilflos sind, keine Orientierung haben im Leben, ihnen Hilfe zu sein, Orientierung zu sein. Und das habe ich alles lernen dürfen, auch als ich mit diesen Hirten unterwegs war. Es war echt ein Ding. Der hat 1300 Schafe gehabt. Unglaublich. Und ich habe mich gefragt, wie organisiert ihr diese ganze Truppe? Und es geschieht alles durch Vertrauen, tatsächlich. Es ist nur Vertrauen. Der hat mich dann mal allein gelassen mit der Herde. Der wollte mir was lehren, das war so toll. Der kannte mich gar nicht, der Mann. Aber ich weiß, ich bin da hingefahren und sagte, Jesus, ich möchte was lernen. Und es war offensichtlich, dass Jesus diesen Mann gebraucht hat. Und der Mann hat schon zwei Hirtenhunde gehabt, die hat er dann an der Leine gehabt und hat sie mir übergeben und ging dann und sagte, ich gehe mal kurz zum Auto und komme dann wieder zurück. Bleib mal hier und pass mal auf die Herde auf. Und als der weg war, waren die Schafe auch weg. Das war tatsächlich so. Und ich bin so nervös geworden, ich dachte, oh nee, die hauen alle ab. Und die sind wirklich alle gegangen. Und ich habe dann versucht, irgendwas zu machen und irgendwas Gras hinzuhalten und dass sie da bleiben. Aber die waren alle weg. Zum Schluss waren noch 5 oder 6 waren übrig von den 1300. Und er kam wieder und hat gelacht. Und dann sagte er, ist kein Wunder, Heinz. Die kennen dich nicht. Aber es ist kein Problem. Die sind alle bald gleich wieder da. Und es war dann schon toll, dann hat er seine Hunde losgeschickt und die haben dann in so einem großen Kreis, hast du mal bellen hören, dann plötzlich kamen die alle wieder angezockelt. Zack, 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 zack. Und dann standen die alle so vor uns wieder und dann sagte, er guckt er in die Herde und sagt, da fehlen noch 6. Von 1300, und denken wir, spielt auch keine Rolle, ne? Und ich habe gefragt, woher weiß der das? Er weiß es, weil er sie liebt, weil er Beziehung dazu hatte. Und das hat er mir gezeigt, wirklich. Und dann, er sagte, aber es ist auch kein Problem, die sind auch gleich wieder da. Und dann hat er einen Hund nochmal losgesandt und der hat dann, plötzlich kamen dann unten tatsächlich 6 Schafe raufgezockelt. Und dann waren sie alle wieder da. Und es ist dieses wunderbare Bild, ist der dieses Wortes, dass der lebendige Gott dich schützt. Dieses wunderbare Bild, das Jesus dann sagt, wenn er seinen Jüngern sagt, in Matthäus Evangelium, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihr müsst mich nicht herbeibeten. Ihr müsst mich auch nicht herbeiglauben. Ich bin bei euch. Ich begleite dich. Ich begleite dich durch dieses Leben. Das tue ich.
Und selbst wenn du es nicht sehen kannst und auch nichts fühlen kannst, ich begleite dich. Ich bin dein guter Hirte. Und das ist die einzige Frage im Leben, die ich mir beantworten muss, wenn ich jetzt so will, auf das, was ich am Anfang sagte, weiß ich mich von Gott geliebt? Und das kann ich nur wissen, wenn tatsächlich dieser Jesus Christus, dieser ultimative gute Hirte, dieser gute Hirte auch für mein Herz geworden ist, für mein Leben. Und ich kann nicht sagen, wie das geschieht. Ich kann nur sagen, wie es bei mir geschehen ist. Ich sagte einmal mit 24 Jahren, Herr Jesus, wenn das alles stimmt, was Menschen über dich sagen und was die Bibel über dich sagt. Ich habe die Bibel ja nicht gelesen, aber die Menschen, die mit mir sprachen, haben die Bibel gelesen. Dann lebe ich verkehrt, weil ich lasse dich nicht Gott sein in meinem Leben. Und als ich das sagte, hatte ich plötzlich Frieden. Frieden ist ja auch so ein nebulöses Wort, ne? Aber tatsächlich diese tiefe Sicherheit, dass jetzt was geschehen ist in meinem Leben, dass, und ich sage es jetzt mal so, der Gott des Himmels und der Erden mein lieber Vater geworden ist. Das habe ich so tief im Herzen plötzlich gehabt. Geliebt. Und mich dann von dem, der mich liebt, führen zu lassen in dieser Welt. Lernen, ich muss keine Angst haben vor Fehlern. Ich muss auch nichts verbergen. Wie es der David sagte, ich darf dich bitten, dass du sogar das alles durchblickst, weil ich durchblicke es ja gar nicht, was da los ist oft. Und dass du mich auf guten Wegen führst. Weil du der Gott bist, wie es Jesaja 40, 11 sagt, er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hält sie schützend in seinem Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Und die Lämmer sind ja was ganz besonders Süßes, ne? Und dieser Hirte, mit dem ich unterwegs sein durfte, der sagte zu mir dann, am Ende meiner Zeit mit ihm, hat er mich noch etwas gelehrt und sagte, du geh mal da rüber und siehst du das kleine Schaf dort und hol es mal, das ist krank. Und ich fragte, warum ist es krank? Und er sagt, das ist krank. Weil es geht manchmal ein bisschen heraus aus der Herde und frisst aus dem Kreis heraus. Und er sagte, das tun Schafe eigentlich gar nicht, wenn sie gesund sind. Wenn sie gesund sind, wollen sie in der Herde bleiben. Und ich ging dann rüber und habe das kleine Schaf genommen, das erste Mal in meinem Leben ein Schaf getragen. Und ich habe es dann gebracht und er hat es dann zu sich nach Hause gefahren und hat es untersucht und es war tatsächlich krank, es hat eine Geschwulst gehabt am Bauch. Und es ist dieses wunderbare Bild auch noch zum Schluss, wisst ihr, über diesen Messias, diesen guten Hirten. Er ist wie der dich birgt in seinen Armen. Und das Bild wird später im Neuen Testament so deutlich, als Jesus, diese gute Hirte, da war und die Menschen die Kinder zu ihm brachten und die Jünger wollten nicht, dass sie bei ihm sind. Und dann steht dort mal explizit im Markus-Evangelium und er hat sie in seinen Arm genommen, die Kinder. Und die Menschen, die verstanden das dann, als sie das sahen, da ist mehr in diesem Jesus als nur so ein Zauberkönig und ein Heiler. Und das haben viele verstanden, das muss der Messias sein. Es muss diese gute Hirte sein. Und wir wollen lernen, ihm zu vertrauen. Und wir können ihn auch nur bitten, lehr uns, dir zu vertrauen. Er macht's gerne, ihr Lieben. Er macht's gerne. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, du bist der Messias, du bist dieser gute Hirte. Du bist der, der mit uns geht. Du bist mittendrin statt nur dabei.
Du bist der, der unsere Heimatlosigkeit kennt. Du bist der, der unsere Fragen kennt. Du bist der, der das Innerste unseres Herzens kennt, was wir selbst gar nicht wirklich kennen. Und ich möchte dir danken, Herr, dass dieses Bild steht, dieses wunderbare Bild, dass dein Stecken und Stab, dass sie uns führen und trösten, dass du uns schützt damit, dass du uns führst damit, dass du uns leitest, letztendlich durch deinen guten Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du der bist, der uns begleitet auf diesem Lebensweg, der manchmal ziemlich Bambi ist und manchmal Rocky Road, manchmal voller Lachen und manchmal voller Weinen. Aber du bist mittendrin. Und ich möchte dir danken, lieber Herr, dass du uns lehren möchtest, dir zu vertrauen. Dass du uns lehren möchtest, deine Stimme wirklich zu hören unter diesen vielen Stimmen in dieser Welt. Die Stimme des guten Hirten, der es gut meint, der treu ist und der freundlich ist und der will, dass wir leben. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns lehrst, dir zu vertrauen. Und danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Dir sei Ehre in alle Ewigkeit, Christus. Amen.